Liebe Community, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen zum 37. Part des Fußballmanager 2014 Let's Play mit dem VfL Wolfsburg und der ersten Chance hier von Martial. Und ich teste hier den Julia 3D Gameplay Patch. Und nachdem ich den letzten getestet habe, das war der gute Pooh Gameplay Patch beim Spiel gegen Dortmund, dachte ich, teste ich heute gegen den HSV mal den Julia. Um mal zu gucken, wie er ist und wie er für euch ankommt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und hier ein unfaires Handspiel von Luis Gustavo, der hier angeschossen wird. Und das wird hier gleich mit einem Freistoß geahndet. Und ich bin mal gespannt, wie der Patch hier ist bezüglich der Karten. Gustavo mit einem Pass nach vorne auf Arnold. Der geht gleich weiter. Martial kriegt den Ball hier. Oh, nicht schlecht sein Hammer hier. Ecke von Diego, 6. Minute. Und nach dem Erfolg jetzt am letzten Spieltag im Topspiel gegen den Club aus Nürnberg sind wir hier natürlich auch gefordert, weiterhin unsere Serie auszubauen. Zwar haben wir das letzte Heimspiel hier verloren. Goretzka jetzt mit dem Foul und mit der gelben Karte. Gott sei Naldo hier mit der gelben Karte. Gott sei Dank bekommt der nicht hier früh die rote. Hier sehen wir, es war irgendwie ein Doppelfoul. Und jetzt der HSV hier mit dem Freistoß von Sobiech. Lasse Sobiech. Ivo Ilicevic, der jetzt von Rodriguez gelegt wird. Ilicevic beschwert sich und es gibt hier nicht mal die gelbe Karte. Nur Freistoß für den HSV. Getreten von Van der Vaart. Okay. Und es gibt Abstoß. Benaglio hier mit dem Abschlag zu Rodriguez. Der gibt den Ball gleich weiter zu Chassé, der jetzt hier von Mancien, glaube ich, gefoult wird, sodass es Freistoß gibt für uns. Aus guter Position geschossen wird von Diego. Klose, Tim Klose mit einem Ball eher zum Vergessen. Sieht er auch selber. Und es gibt hier Abschlag für Hamburg von Rene Adler. Arnold mit dem Pass zu Martial, der einen schönen Pass hier auf Jesse. Und es regnet, wie ihr hier seht. Martial, 1:0, HSV, 18. Minute. Wolfsburg. Martial mit seinem 7. Tor in der Saison. Hier sehen wir es nochmal. Wunderschönes Tor. Keine Chance hier für Rene Adler. Çalhanoğlu auf Ilicevic. Jesse hier mit dem Foul. Wieder mal an Ilicevic. Dass keine Karte hier nach sich ziehen wird. Gibt hier zwar Diskussionen zwischen Rudnest und Jesse. Aber es gibt hier nur Freistoß. Dieser von Çalhanoğlu ausgeführt. Diego hier mit dem Ball, mit der Vorlage zu Martial. Der spielt in den Lauf von Jesse. Jesse. Immer noch Jesse. Doch Adler hier mit der Glanzparade. Und der Gameplay-Patch ist bis jetzt gar nicht mal so schlecht. Tresch an den Ball, Luis Gustavo zu Diego. Martial. Doch dieser stand im Abseits. Sieht man. Es gibt hier Freistoß. Diego kriegt den Ball wieder. Auf Martial. Okay. Rodriguez. Diego hier mit dem Ball. Okay. Çalhanoğlu, Jiracek, unser Ex-Wolf. Naldo kommt an den Ball. Wird jetzt gelegt von Van der Vaart. Gibt Vorteil. Goretzka will den Ball schnell machen. Gustavo auf Martial. Martial. Und Glanzparade Adler, sodass es Ecke gibt. Okay, die Ecke wird ausgeführt von Diego. Klose. Van der Vaart. Natürlich sind jetzt alle finden, aber es ist Abseits.
Und es gibt hier folgerichtig Freistoß für unseren Naldo im Regen hier in Wolfsburg. Diego. Und ich habe jetzt neulich in den Kommentaren gelesen, dass die Frage war, warum das Stadion hier so wunderschön aussieht. Und das liegt einfach daran, durch den Gameplay, durch das Stadion-File auf der Seite von Soccer Lobby, Stadion-File zu Deutschland, da gibt es über 106 nachgemachte Stadien von der ersten Liga bis in die Regionalliga hinein, die zum Teil wunderschön aussehen. Und unter anderem wurde auch hier dieses Wolfsburger Stadion gemacht, was meiner Meinung nach wirklich gelungen ist. Und hier sehen wir Jesse, legt sich den Ball vor und kein Problem für Rene Adler. Und jedenfalls sieht es halt wunderschön hier aus, wie ihr seht. Rafael van der Vaart macht den Ball schnell, legt hier auf Elisevic. Ivo Elisevic zu Goretzka. Jesse, der zu Diego. Immer noch Diego auf Martial. Der mit seinem Schuss geht aber nur ins Aus. Und da wird er hier nochmal angemahnt und motiviert. Man zählt hier eine Minute vor der Pause. Ach du Heilige. Naja. Diego kriegt hier den Ball nochmal auf Martial. Der zu Gustavo. Und es war es hier, 45 Minuten sind gespielt. Wir führen nach dem Tor von Anthony Martial in der 19. Minute mit 1:0. Und dann gehen wir mal in die Spielergespräche. Und sehen hier Benaglio nur mit einer 9er Form. Und der 3,5 motivieren wir unseren Kapitän. Motivieren hier Naldo. Motivieren Goretzka und Gustavo. Und motivieren hier auch einen Martial, der das heute gar nicht mal so schlecht gemacht hat. Und Massagen macht der Assistent. Halbzeitansprache, das habe ich vor dem Spiel gesagt, wir holen mindestens einen Unentschieden. Das sagt man mal. Das sieht sehr gut. Nee. Verlieren werden wir das nicht mehr. Bin ich mal ein bisschen offensiv hier. Und gehe kurz in die Taktik. In die Anweisungen stellt es hier bei Naldo runter. Nicht, dass er noch mit Gelb-Rot vom Platz fliegt, was sehr bitter wäre. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir so in die zweite Hälfte. Sehen Sie hier Van der Vaart mit dem Anstoß. Zu Westermann, zu Jiracek. Der zu Arslan, der kommt vorbei an Fresh. Arnold kann sich den Ball schnappen auf Martial. Der mit dem Pass zu Diego, der legt nach außen auf Goretzka, der legt sofort weiter ab zu Jesse. Der zu Martial. Und ins Aus. Okay. Aber es war ein wunderschöner Pass leider. Landet er im Aus, 2:0 Führung hier von Borussia Dortmund gegen Mainz. Sven Bender mit dem Tor in der 49. Arnold kriegt hier den Ball. Zu Diego. Naldo kommt wieder an den Ball ran. Zu Goretzka. Der zu Diego. Oh, wunderschöner Schuss von ihm. Glanzparade von Adler. Und es gibt hier gleich die Ecke für uns. Getreten von Diego. Arnold wollte mit dem Fallrückzieher da ein Tor machen, aber der Hamburger war richtig zur Stelle und hat geblockt. Und hier Artyoms Rudnevs. Flanke nach innen, Rodriguez ist da und kann bereinigen. Diego zu Jesse. Rudnevs, immer noch Artyoms Rudnevs. Ball gespielt hier von Goretzka, gibt aber trotzdem Freistoß für den HSV. Getreten von Rafael van der Vaart in die Mauer. Artyom Rudnevs ins Tor, aber abseits. Und jetzt wird hier nochmal Feuer gemacht, Benaglio mit dem Abstoß. Auf Diego. Der zu Jesse. Der kommt aber nicht am Mancien vorbei. Elisevic. Klose ist da auf Martial. Martial
Wunderschöner Ball hier auf Rutnefs, der nach außen auf Arslan legt. Mit der Flanke nach innen. Benaglio ist aber zur Stelle. Dieser mit dem Abschlag auf Jesse. Der auf Martial. Der nach außen auf Maximilian Arnold. Aber er kriegt ihn nicht mehr und hier erster Wechsel. Milan Badel jetzt hier für Petri Jiracek und wir wechseln mal. Kommt Martial hier für Arnold. Und sehen hier den Wechsel von unserem Mann. Jetzt in der Partie Zakaria Bakali für Arnold. Arslan mit dem Ball ins Aus, es gibt folgerichtig Einwurf für unsere Wolfsburger. Bakali, Flanke nach innen, gar nicht mal so schlecht, aber Adler hier ohne Probleme. Hertha geht in Führung durch den Turm von Alexander Baumjohann. Diego mit dem Ball zu Martial. Gustavo fault hier. Und ich denke mal, wir können uns bei Martial bedanken für sein Tor. Und Paco kommt jetzt für die Schlussphase. Hier kommt der Paco Alcácer jetzt in der Partie für Anthony Martial. Bester Mann hier mit dem Abschlag. Gustavo zu Goretzka, zu Diego. Der nach außen auf Jesse, kein Abseits. Jesse, Flanke nach innen. Doch kein Problem für Rene Adler. Ein Abstoß hier von Rene Adler. Klose kommt hier an den Ball zu Rodriguez. Der zu Paco, der mit dem Direktversuch, aber kein Problem für Rene Adler. Schalke 04 gegen Stuttgart 4:0. Antonio Rüdiger per Eigentor für den VfB. Naldo zu Paco. Doch er verliert den Ball hier. Klose schneller dran am Ball. Naldo mit einer verkorksten Aktion. Klose, Goretzka, Diego auf Jesse zu Paco. Der mit dem Schuss. Nächste Glanzparade hier von Adler. Und wir wechseln hier jetzt nochmal. Bringen für die 12 Minuten. Ist zwar riskant von mir, kann auch nach hinten losgehen. Robin Knoche für Naldo. Sehen hier, Diego legt sich den Ball zurecht. Und hier Robin Knoche jetzt. Für die letzten 10 Minuten für Naldo. Und ich hoffe mal nicht, dass es nach hinten losgeht. Diego. Tresch. Zu Klose. Der in den leeren Raum, Paco. Aber seine Annahme landet im Aus. Abschlag hier für Adler. Tresch. Hier am Ball. Immer noch Tresch. Wird jetzt gelegt von Milan Badej. Und es gibt Freistoß. Und ein Wechsel hier nochmal beim HSV. Und zwar Pierre-Michel Lasoga in der Partie jetzt für Rutnefs. Diego mit dem Freistoß. Oh Gott, es war ein Ball der Kategorie nicht so gut. Bakali jetzt am Ball. Wird jetzt gelegt. Und es gibt Freistoß für uns. Nürnberg mit dem 2:1 hier gegen Leverkusen. Adam Luschek, der Torschütze in der 87. Luis Gustavo zu Bakali. Van der Vaart auf Pierre-Michel Lasoga. Der nach außen auf Chuck Zua, doch der Ball landet im Aus. Ich mache hier nochmal ein paar Anweisungen. Wir sehen es hier oben, 16:3 Chancen für uns. Und wir machen aus 16 Chancen nur ein müdes 1-1 Tor hier. 3 Minuten Nachspielzeit. Bakali mit dem Pass zu Diego. Sein Pass kommt aber nicht bei unserem Paco an. Wieder Diego mit dem Pass nach außen zu Bakali. Der kommt aber nicht an Diekmeyer vorbei, Chuck Zur. Und das Spiel ist hier vorbei. Wir gewinnen mit 1:0 am 14. Spieltag gegen den Hamburger SV hier im Nordduell. Und wieder ein Heimerfolg hier für unsere Truppe. Und es war ein recht interessantes Spiel hier mit dem Julia Gameplay Patch. Ihr könnt mir natürlich in den Kommentaren dann reinschreiben, ob ihr für diesen Patch seid oder
für den On-The-Pitch-Gameplay-Patch oder für den Pooh. Und das könnt ihr mir dann in die jeweiligen Videos dann reinschreiben, welcher für euch am besten war. Und den werde ich dann nehmen. Also wir gewinnen hier mit 1:0, 16:3 Schüsse, 56:44% Ballbesitz, 75:50 erfolgreiche Pässe. Und an sich war es ein gutes Spiel. Martial war wieder mal der Siegtorschütze in der 19. Minute. Und sonst ist nichts weiteres passiert. An sich war es ein gutes Spiel und in diesem Sinne würde ich mal sagen, wenn euch die Folge hier Spaß gemacht hat, würde ich mich über den Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert mich und verpasst keine Folge. Und wie es weitergeht, seht ihr dann im nächsten Part. Macht es gut, euer Sphinx Mido 007. Servus!